Jo Leute, herzlich willkommen zu dieser Runde Dota 2 mit Windranger, einer meiner Lieblingshelden. Ich spiele die voll gerne, wenn auch nur sehr selten. Dadurch kriege ich auch nie den zweiten Stil für Sarkana, braucht man 2,5 Millionen Fokus-Feuer-Schaden. Ich glaube, ich habe 20.000. Und wir haben ein Support-Duo mit Venomancer und AA, was keine Stunts hat. Ja, dazu ein Bloodseeker, der hat keine, und eine Drow, die hat keine. Mein Team hat es also hingekriegt, keinen Lockdown zu picken. Und das gegen einen Nightstalker, Broodmother, Reinver-Ekel-Kommando bei den Gegnern. Die Brood war von den letzten 20 Spielen war sie in 10 MVP. das ist alles was ich nicht ganz so geil finde, aber wir haben ja einen Shackle im ganzen Lineup und dann hoffentlich irgendwann auch nochmal ein Gleipnir von mir ausgehend. Ich wäre ganz gern eigentlich nicht Gleipnir hier gegangen, sondern eine schnelle BKB oder so. Aber wir kaufen auf jeden Fall erstmal Maelstrom und dann gucke ich. Vielleicht kaufe ich ihn tatsächlich in dem Spiel, weil wir sowas unbedingt brauchen, denke ich mal. Erstmal kaufen wir ein paar Stats. Ein Magic Wand. Und ich denke mal Boots. Genau, und natürlich Javelin. Vielleicht kaufe ich auch Javelin vor den Boots, je nachdem wie die Lane auch läuft. Ich bin nicht sicher, wer hier gegen mich steht. Wahrscheinlich Luna und Bane. Aber ja, ich weiß nicht, wo die Brood stehen soll in der Mitte. Ah, Invoker ist Support. So machen sie das. Oh, no. Oh Gott, wir sind in Twihardhausen angelangt. Der Venno hat schon keinen Bock mehr. Das ist ja ein ekelhafter D-Ward im Early gewesen gerade. Überraschend weiter Weg zu den Creeps. Ich dachte, da komme ich noch easy rechtzeitig. Nun schaffe ich. Oh, die Missklicks. Alter. Oh, nee. Hier funktioniert ja gar nichts. Scheiße. Ich hätte wohl mehr auf den Bane und weniger auf den Range-PP gehen sollen. Ist aber nur so eine Theorie. Mist, ich glaube, den habe ich hier gegeben. Das war ganz gut. So, wir haben okay in Auto-Attack-Damage, weil wir eben mittlerweile Universal sind. Und wenn wir ein bisschen noch Stats holen, der Raceband ist ja schon unterwegs, könnte es der Luna ein wenig Schmerzen bereiten. Ich hole ein bisschen Power-Shot. Oh, das ist auch noch so ein Bane, der Enfeeble skillt. Zweite Blood Grenade. Stark gespielt von dem Menno. Hat sich vor allem nicht unterkriegen lassen, obwohl es am Anfang so bitter für ihn lief. Nice Fall. Ich glaube, ich brauche gerade so noch keinen Mana, oder? Ich kaufe jetzt mal noch keine Clarity. Ah, nicht ganz sicher. So, die steht halt konstant am Tower, weil wir die Lane so dominieren. Heißt aber auch, ich muss mich weiter darauf konzentrieren, ein bisschen zumindest hier zu lasten und alles, dass er nicht zu viel frei bekommt. Ich noch einmal hinten sollen. Hab's auch versucht, aber irgendwie wurde es abgebrochen. So, jetzt ganz gutes Timing, um Clarity und Tango zu holen und die Flower zu holen. Flower so stark. Schade, dass ich sie nicht erwischt habe. Make
Fast gar nicht so schlimm, dass sie nicht stirbt. Stirbt sie? Doch, krass. Ist noch verreckt. Holy shit, wie lame das ist. Kann sein, dass unsere Lane minimal lame ist? Nein, bestimmt nicht. Ich krieg Gloves als erstes tatsächlich. Und dann kann ich noch überlegen, ob ich Boots oder Javelin mache. Aber ich darf hier nicht Clarity aktivieren, sonst gibt er mir einen Beam rein und dann kotze ich. So, wir gehen Gloves, wir holen uns noch eine Clarity. 3-1 aktuell, die Brute in der Mitte. Die wird ein Riesenproblem, glaube ich. Aber wir haben Bloodseeker. Vielleicht geht da was. Sandfeeble war nicht gut von ihm. Das läuft ja jetzt aus. Das Shackle vielleicht sogar skillen. Könnte ein bisschen Mana-Probleme bedeuten, aber ich glaube schon. Ich muss gleich noch zum Venno. Ich gebe Boots in dem Spiel. Ich glaube, es ist ganz gut. Your middle tower is under attack. Kann auch sein, dass die Luna jetzt schon jungelt, aber es ist sehr, sehr früh. Noch kann sie nicht gut jungeln. Fiebel ist so gemein. Ich spekuliere einfach drauf, die nächste Lotusblume auch noch zu bekommen. Die Chancen stehen, glaube ich, ziemlich gut, dass ich die kriege. Und nicht die ganze Zeit Sustain kaufen. Ja, Ben, danke für deinen Hass. Ich hoffe, das genießt du jetzt. Überraschungsscheckel. Oh, jetzt habe ich es versaut, ne? Nein! Oh, der Venno hat das bestimmt nicht gesehen. Alles gut. Ich mag Animation Cancel nicht so gern mit dem Set. Das sieht für mich immer aus, als wäre der Held irgendwie so stuck. Hm. Nein, die ist weg. Hat der Venno die genommen? Und oh, der ist unten, schön weit weg von mir. Kann ich nicht mehr um sie betteln. Da der Venno runter ist, könnte ich vielleicht die XP-Rune holen. So, ich gehe jetzt Javelin. Holen wir die XP-Rune. Ja, einmal Base. Auch wenn es nicht so geil ist. Ich hätte auch eine Clarity natürlich bringen können und alles, aber egal. Hm. Sind noch nicht ganz Level 6. Und das lösen wir damit. Problem ist das da in der Mitte, aber noch geht es dem Tower halbwegs gut und dem Bloodseeker eben nicht mehr. Wäre ich jetzt vom Timing ein bisschen früher gewesen, hätte er ein bisschen früher länger durchgehalten, hätte ich vielleicht hintippen können. Jetzt aggressiv gegen die Luna Warden und die ewig zu jagen, sehe ich irgendwie auch nicht. Keine Ahnung, ob ich in der Mitte gegen eine Brute stehen kann. Nice. Wo ist er denn? Hä? Wo ist der Bloodseeker? Der hat doch Rupture. Habe ich nicht gecheckt. Hat er das nicht? Okay. Vielleicht war er zu weit weg für Rupture. Okay. Schade. Ich glaube, er hat mit dem Shackle nicht mehr gerechnet. Dass ich den da angebracht bekomme. Danke, Ben. Das war natürlich fies von ihm. Unten kann ich nicht hin. Eigentlich sollte ich wieder hoch. Ich will auch gerne hoch. Ja,
under attack. Na gut, wenn der Platzig hochgeht, dann gehe ich nicht hoch. Ich glaube, wir sollten uns vor allen Dingen trennen. Sie ist halt ziemlich stark. Aber damit war auch zu rechnen. Ich wusste irgendwie, dass sie in dem Spiel abgeht. Als ich am Anfang ihre Präsentation gesehen habe, da mit ihren 10 MVPs in 20 Spielen, war klar, was passiert. Noch haben wir den Tower Flight. Ich glaube, es ist ziemlich gut gegen Wut, den möglichst lange zu halten. Irgendwann wird der natürlich fallen. Dafür ist sie designed. Das TP'te vielleicht einfach, aber ich schicke mal trotzdem als erstes. Hat natürlich nicht TP'd. Hat es einfach gefailt. Das ist einfach knallhart gefailt. Das ist die schlechteste Blut aller Zeiten. Habe ich von Anfang an gewusst. Schon als sie am Anfang präsentiert wurde, wusste ich, das ist kein guter Spieler. Gleich spawnen, ruhen. Komm noch Mana. Wie auch den Tree zerstört. Ah, ne, hat den gegessen. Hat keine Bottle, ich hätte den nehmen sollen. Okay, bringt nichts. Oh, kurz farm. Hoffentlich Maelstrom fertig bekommen vor der nächsten Aktion. Bin schon froh, auch wenn es lange gedauert hat, dass ich die Blut einmal bekommen habe. Ich glaube, das musste passieren, sonst hätten wir da langsam ein richtig fettes Problem gekriegt. Die hat halt Ulti, also ich kann die jetzt nicht super hart angreifen. Schade, dass der Bane dabei war. Ach, er kommt dran. Ich wollte noch shackeln, jetzt bin ich tot. Ja, knapp ey, doch gut gewehrt. Ich hätte noch shackeln sollen am Ende. Hätte tatsächlich noch shackeln können. Ah. Irgendwie habe ich das nicht gut gespielt. Ich weiß auch nicht warum. Ich war so. Ich glaube, ich habe mich mental schon abgeschrieben gehabt. Und das ging noch mehr, als ich dachte. Das war das Problem. Weil ich die ganze Zeit dachte, jetzt kommt der Lucent Beam. Vielleicht hatte die Mom an oder war noch cooldown, keine Ahnung. Verrückt, da ist niemand gekommen. Unten wurde zeitgleich auch gekämpft. Mitte ist der Tower gefallen. Alles ist zeitgleich schief gegangen. Wo war das Team? AFK vielleicht? Die Draw sieht gerade ziemlich AFK aus. Nee, ist sie nicht. Hallo. Ich meine, der Bane hat zwar keine Ulti, aber bleiben wir mal realistisch. Dass der da rangekommen ist, ne? Der hat 365 Movement Speed? Ne, 305. Ich habe 335. Ich bin gerade weg von ihm gelaufen. Ach, ist doch alles scheiße. Auch mit Maelstrom. Ja. Kann ich hier nicht viel machen. Wenn er mich sleept und so, die kommen zu zweit an mich ran. Ich sterbe einfach. Müssen jetzt nicht unbedingt nochmal auf der Top-Lane sterben. Es ist so ein Spiel, wo ich das Gefühl habe, man ist dauerhaft in Unterzahl. Aber mein Verdacht ist, woran es liegt, dass wir einfach keine Stunts haben. Da fühlt sich sowas schnell schlecht an. Mann, das ist so dumm, ey. Hallo? Geist? Ich check's nicht. Ich check einfach nicht, warum da keiner kommt. Wir haben noch TPs. Wir haben AA-Ult. Wir kriegen den Brute. Der Trade ist nicht unbedingt super schlimm. Wir verlieren halt auch Objectives. Ja, die Dwarf will farmen. Ich weiß schon, warum. Die Dwarf will farmen. Einer hatte Cooldown. Und die haben sich in der Mitte auf den Brute-Kill konzentriert. Aber es fühlt sich seltsam an. Keine Stats oder was? Mist. Ne, was ist die Bubble? Killing
Oh, shit, ich wollte gerade umdrehen. Ah, unlucky, unlucky. Wenn ich da noch einen Powershot treffe auf die Luna, ist sie down. Und der Kampf ist okay, selbst wenn ich noch sterbe. War fast gut. Ich glaube, es war okay anzugreifen, auch wenn es im Endeffekt schief gegangen ist. Ich glaube, es war eigentlich eine Situation, wo wir hätten gewinnen müssen. Bin da nicht ganz sicher. We don't have stuns. That's our issue. We do not have stuns. Ich brauch Gleipnir. Gegen die. Ah, zwei auf Scheckel und dann einen Windhorn hoch, denke ich. Das wird ein super hartes Spiel. Ich meine, wir hatten auch viele Storms in letzter Zeit. Insofern. Get Orchid, oh scheiße. Oh je, ich kann jetzt aber nicht BKB gehen, glaube ich. Ich müsste eigentlich BKB gehen, aber ich glaube, wir brauchen Gleipnir. Nicht schlecht. Nicht so schlecht. Leider halt Draw verloren, aber noch ein bisschen getradet, ne? Bisschen gegen angekämpft. Gegen die aktuelle Spielsituation. Nightstalker ist auch ein Problem natürlich für mich, weil ich keine BKB Guard gehen kann. Und der Tornado von Invoker purged meinen Windrun. Alles so kleine Sachen. Wenn der Dagger hat, könnte es sein, dass er immer auf mich raufhüpft, wie so ein Bekloppter. Ich muss einfach sehr gutes Positioning haben. Lieber da hin. Die Luna alleine kann ich nicht machen. So geil, dass sie theoretisch überall raustippen können, wenn ich nicht dabei bin. Beziehungsweise in dem Moment, wo Shackle auf Cooldown ist. Ich will ein Specialists Array, Leute. Okay, Daumen drücken für ein Specialists Array. Bei Tier 2 Items. Das wäre ein Traum. Ich denke, ich nehme hier die Abklingzeit für Shackle. Aber skill den erst auf 4. Gott, hat der wenig Farm. Ja. Ah, Ben ist da. Das überlebe ich nicht. Haben wir gar nichts? Ne, wir haben noch nichts. Ist schon krass, ne? Der Bane läuft einfach und erreicht mich auch noch mit Lens. Diese Trades sind nicht schlecht. Also sie sind wirklich nicht schlecht für uns. Nehmen wir jedes Mal. Die Brood ist ein super Kill. Aber wir sind halt viele und die sind zu zweit. So, ne? Das ist eigentlich völlig verrückte Aktion. Die rennen in die Vision mit einem Bane von hier und grippen mich. Aber sie können sich's erlauben. Und es kostet mich gar nichts eigentlich gerade, ne? Also, schön ist nicht zu sterben. Hätte das noch mehr respektieren müssen, noch mit Windrun und allem arbeiten müssen. Schneller, aber gut, Orchid halt. Aber es kostet mir nicht viel. Ich habe meine Rod, bald den Gleipnir. Wir haben schon mal eine weitere Option, Leute irgendwie festzuhalten jetzt. Die Draw farmt, ist auch so ein Ding. Die stirbt zwar immer wieder und wird gegankt, ist auch super schwer hier in dem Spiel zu farmen für eine Draw. Also, keine Ahnung, ne? Die stirbt ja fast noch schneller als ich. Oh Gott, ich TP schon mal. Ich bin mir sicher, dass sie die da angreift. Hätte auch gut passieren können.
Eigentlich müssten wir den Wald, glaube ich, ein bisschen spielen. Also den Gegnerwald, weil die Blut in unserem natürlich ist. Aber ich sehe mich ja jetzt nicht, wie mich da hinstellen. Also, glaube ich, sterbe einfach. Ja, also, dass du jetzt unten geblieben bist, ist aber auch. Also, sorry. Das ist auch einfach Quatsch gewesen. Hatte sie kein TP? Doch, hatte sie. Das habe ich nicht gecheckt. Ich schaffe den Gleipner, glaube ich, nicht, bevor ich da dazu kommen muss. Wenn die jetzt kämpfen, müsste ich hin. Also um meiner Luna auch ein bisschen. Bin mir nicht sicher, wenn ich jetzt hochlaufe, ist sie wahrscheinlich schon weg, die Luna. Aber unten ist auch nicht so die gute Situation. Oh, die ist noch da. Oh, hat sich gezeigt. Hm? Let's try. Oh, ich habe keine Vision gegen den. Oh Gott. Oh. Ich wollte den Scheckel unbedingt. Hinten alle da. Alles klar. Das Ding ist halt, wenn ich da nicht beide Scheckel, schaffen wir es eh nicht. So, eine Ulti für einen Venomancer geht noch irgendwie halbwegs. Ich würde gerne was in Nische hätten. I'm going. Oh, always a bit too early. Sowas von geohnt, immerhin. Das ist ein Tick zu früh. Für meinen Gleipnir. Kann ich nichts mehr machen. Your top tower is under attack. Das ist aber so anstrengend, ohne Stunts zu spielen und ohne Control. In dem Spiel hätte ich natürlich dann einen anderen Offlaner, einen klassischen Offlaner spielen sollen, wie Tide oder so, aber ich kannte die Picks noch nicht so gut. Ich habe First Phase gepickt. Musste ich. Kein anderer gepickt, also habe ich gepickt. Das heißt, sie wussten, was auf sie zukommt, dachte ich mir so. Ja, BKB als nächstes. Bane kontert es zwar, aber ich brauche die einfach. Und sogar geht noch nicht, der Geil geht auch BKB. Was durchaus sehr unangenehm ist. Mantamom. Nice, das war voll geil. Zwar Doppelgleipnir. Also trotzdem cool. Können wir das Late Game irgendwie gewinnen, wenn wir so lange durchhalten? Mit einem Blattsieger? Ah, doch, klar. Ich vergesse irgendwie immer unsere Draw. Na, Draw können wir es bestimmt gewinnen. Oh. Ups. Ja, haben wir irgendwelche großen Pläne? Mal Tier 2 Items checken. Specialists. Array. Immerhin, der Wunsch wurde mir erfüllt, auch wenn ich ziemlich spät erst dran gedacht habe. Ein verspätetes Weihnachtsgeschenk. Sehr verspätet. Ende Januar. Ich sollte eher Mitte gehen. Ja, sogar zu spät schon gewesen. Von dem Ping ablenken lassen. Ich habe noch Schaden gemacht. Reicht das? Das reicht. Auch wenn ich dafür sterbe, ist es voll gut gewesen, die zu töten. Zu greedy von ihnen, hart bestraft und die Draw stand richtig. Und das tanken wir gerne. Oh, zum Glück bin ich umgedreht. Das war echt so, wäre ich jetzt einfach nur gestorben und keiner hätte reagiert, hätte ich mich voll geärgert. Dann nehmen wir die Abklingzeit für Windrun. Dann skillen wir noch die Abklingzeit für Shackle danach.
Ah, das war ein Kampf, den wir echt gebraucht haben. Richtiger kleiner Befreiungsschlag, weil die Drow endlich mal was bekommen hat. Die hat die ganzen dicken Streaks bekommen. Und mit dem Agar ist sie mittlerweile schon halbwegs stark. Wir nähern uns der BKB. Davon werden sie mich nicht mehr abhalten können, die noch irgendwann zu bekommen. Zum Glück hat der Damage gereicht. Tormentor, guess. Ist einfach, weil es gerade Sinn macht. Sonst würde ich es nicht unbedingt erzwingen, aber. Ich mache immer keinen Fokusfeuer. Ich glaube, mit der Dwarf sind wir stark genug. Ich hätte auch gerne Shard bekommen, muss ich gestehen. Wahrscheinlich bin ich keiner der zwei Ärmsten, obwohl ich sehr arm bin. Ja, alle arm in dem Spiel. Und die Supporter wohl unter sich ausgemacht. Schaut auf, Windranger ist ziemlich stark. Der Venomancer. Venomancer hat eh als Held. So ein bisschen an sich oft zu sterben. Mein Gott, was für ein Vorstef. Ich versuche da nochmal hinzukommen. Zu einfach. Heiliger. Nice Force, man. Schön, 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 schön. Auch einfach mal überlebt, so ein bisschen, ne? Einfach mal so ein bisschen überlebt, sich diesmal nicht abgeschrieben mental direkt, sondern weitergemacht. Und auch Disziplin. Ich hätte mich fast nochmal umgedreht, als ich schon fast tot war. Noch Spells zu benutzen oder so, bevor ich sterbe, aber nee, ich wusste. Oh, ich dachte mir, wenn ich jetzt weiterrenne, ich überlebe die Öhren einfach. Hammer. Die Doppelglaipnirs. Wir haben halt unbedingt dasselbe gebraucht. Und hier merkt man es, ne? AOE-Lockdown auf AOE-Lockdown. Da wäre ein geiler Shackle noch drin gewesen am Anfang von dem Kampf nach meinem Glaipnir. Bisschen greedy den Powershot davor zu machen, da wurde ich gesilenced oder so, war das, glaub. Der Nightstalker hatte mich dann gefokust, wie er es natürlich hier gerne tut. Das war unsere BKB. Das war sie. Coming, I don't have dust. Ah, da sind zwei. Place Sentry, Venomancer. Ey, der Sentry Call, oder Leute? Oh, ist dumm von mir. Gehen wir uns mal mit dem Trade zufrieden. Ich glaube, die Gegner haben auch relativ viel Zeit investiert, um da dazu zu kommen. Ich hoffe es zumindest. Und die Dwarf farmt. Hat eine Pike. Letztes Mal, ich guckte, da hatte sie erst Agar fertig. Und das auch gerade erst durch einen gewonnenen Kampf. Also, der hier Gold geht so rasant nach oben momentan. So, jetzt an allen Creeps vorbei. Okay, hat geklappt. Ich bräuchte Schaden, ich bräuchte Linkens, ich bräuchte vieles. Ich bräuchte Agar-Nems eigentlich auch irgendwann. Scheiße, jetzt haben sie sie. So bitter, da können wir nicht hin. Ja, das, wie sie sich noch wehrt. Ich kann nichts tun. Die Position ist einfach zu schlecht da oben. Boah, mir gefällt es nicht so gut. Aber egal.
Okay. Your middle tower is under attack. Krieg ich nicht. Tick zu früh weggelaufen, sonst hätte ich eine Schickeline gehabt. Uiuiui, und jetzt? Ich bin immer noch unentschieden bei meinem nächsten Item. Damage wäre sehr, sehr gut mit der BKB-Kombo. Linkens wäre gut, Aghanims wäre gut. Ich habe fast das Gefühl, ich brauche einen kleinen Crit, bevor ich was anderes kaufe. Und dann irgendwas Defensives, dann entweder Aghanims, was ziemlich gut ist natürlich, oder Linkens. Wegen dem Bane. Schwierig. Ich kaufe mal einen kleinen Crit als erstes. Erwischt keinen mehr mit Schickel, ne? Nee. Ich habe das Gefühl, seit wir Gleipnir haben, können wir irgendwie Dota spielen, ja. Und ich habe auch das Gefühl, mein Team ist spielerisch besser als die Gegner. Was einiges ausmacht. Wenn er wirmelt hier lang. Mit seinem Force und seinem Glimmer. Die ganzen Dinge, die uns mittlerweile helfen, die wir Anfang nicht hatten, die ganz verreckt sind deshalb. Level 20 ist natürlich super. Mit dem Crit zusammen. Coming. Go, go. Ich hab das Schwert einfach nicht. No. Das ist noch ein XP-Rune, aber ich nehme die jetzt nicht. Der Bane grippt mich vielleicht sonst. Keine Vision. Wir sehen Glimmer. Ah, okay. Ey, das... Oh, ich hasse Dota. Oh, Gleipnir Windrun. Und ich bin wahrscheinlich raus. Oh, so ein unnötiger, dummer Tod, weil er seinen Dagger hat. Ich habe 8-mal geguckt, ob er Dagger hat. Und ich wollte vor allen Dingen hier verteidigen. Back, guys. Oh, ich habe 1000-mal, habe ich gefühlt, geguckt. Ich dachte mal, er geht nicht, Digger. Und dann das. Jetzt kommt da hoffentlich ein Gleipnir. Nee, sie findet das Timing das Richtige. Guten Tower-Schaden gemacht. Schöner Split-Push von ihr. Ach, unnötiger Tod. Vor allen Dingen, ich hätte wahrscheinlich wäre ich nicht gestorben. Aber nein, ich stehe halt da. Warum stehe ich da? Weil ich da TPen will. Aber es ist dumm, weil wenn sie ihr Vision haben, sehen sie mich trotzdem. Und Nightstalker sieht mich sowieso auch. Und dann kann ich nicht mehr wegrennen. Uiuiui. Das nehme ich doch an. Das ist gut. We could try Roche, right? Daytime. I can push out middle and then join you. Hoffentlich sterbe ich da jetzt nicht. Ah ja, BKB sollte gehen. Gerade noch ein Miss. Ich denke nicht, dass die wissen, dass wir Roche machen, deshalb werden die mich hier auch nicht ganken. Und jetzt ist es Zeit, nach oben zu gehen. Gehen wir Aga als nächstes. Oder ich gehe Travels. Glaub nicht. Also Power Travels lohnen sich jetzt nicht mehr. So, ich bin nur noch hoch, weil. Warte mal, hell? Brute steal Aegis? Hä? Okay. Ich wollte eigentlich noch, falls irgendwas passiert halt, so zur Sicherheit, wollte ich nochmal hochgucken. Na, okay. Hä? Bin ich bescheuert? Haben wir irgendwas? Die hat das geklaut. Und dann hat sie es vielleicht verloren oder so. Bitter. Ein schlechter Power-Shot.
Ja, die Misses, na klar, ey. Check mal die Items. Die Drow hat Disperser. Die ist richtig stark mittlerweile. Die braucht, findet eine BKB. Keine Ahnung, warum sie keine hat. Der Blattsieger geht jetzt BKB. Ist gutes Itembild. Er hat sie auch gleich. Wir haben ein paar Kapazitäten. Cool, der Nightstalker hat Dagger, Leute. Schön, dass ich es sehe gerade. Das ist eine blöde Situation. Ich habe das Gefühl, irgendwann kommt ein Smoke von den Gegnern und trifft mich. Oder wir kämpfen irgendwo, wo ich nicht rechtzeitig rankomme. Ja, der hat Aegis noch 3 Minuten. Was gibt's denn da so Feines? Naja, Ogre Seal vielleicht. Schon ziemlich gut hier, muss man sagen, Ogre Seal. Aber ist besser als Specialist? Wahrscheinlich schon. Ja, es ist besser. In dem Spiel ist es einfach besser wegen dem Nightstalker und so. Ist so doof. Wäre ich doch schneller hochgegangen, scheinbar, ne? Wie will man die auch aufhalten ohne Stunts? Oh Gott. Aua. Die Gegner sind auch vorsichtig, die wissen halt auch, dass wir einen starken Highground haben. Es geht vor allen Dingen um die Drow. Drow muss den Space bekommen, zuzuschlagen. Okay. Er hat noch BKB, aber ich werde ihn trotzdem gleich nehmen. Oh, falsche Richtung. Ich wollte weg, aber ich dachte, ich muss weg und musste nicht. Vision. Wollte ich jetzt nicht riskieren, ne? Der ist gefährlich. Schwierige Situation ohne Vision. Ganz gut verteidigt auf jeden Fall. Vielleicht ein bisschen zu defensiv von mir gespielt. Wir werden halt langsam auch gepusht und gepusht, ne? Mit ihren 1000 Summons, die Brut allen voran, aber auch die Forge Spirits sind ja fleißig am Machen und die Manta-Illus. Irgendwo steht da ein Invoker da hinten in der Ecke. Egal. In dem Spiel ist prinzipiell auch ein Hex gut, aber... Und wir haben ja auch schon viel Physical Damage mit der Drow, aber... Ich bin trotzdem der Meinung, dass hier der Crit ganz gut ist. Man merkt es ja auch in den Kämpfen. Profitieren schon davon, dass ich eine Gefahr ausstrahle und Leute schnell töten kann. Jetzt ist er. Ist er noch Invis-Gang vor dem Dust? Vor dem Silence? Oder ist er einfach zu weit weggekommen mit irgendwas, mit Ogre Seal? Hätte wahrscheinlich hinterher sealen sollen. Ah, wer weiß. Der Shackle hätte einfach treffen müssen. Das war das Missplay. Ja, die Sachen sind nach 25 so geil für eine Windranger. Ich will gerade keinen Dust haben. Keinen Slot aufgeben. Wertvoll, mal ein bisschen Tower Damage zu machen. So ein bisschen. Reicht uns schon. Die Map ist ziemlich dunkel. Also, Supports wurden natürlich fleißig, aber wir haben relativ defensive Wards einfach, weil wir defensiv spielen die ganze Zeit. Wenn man da mal ein bisschen Kontrolle zurückbekommt, sieht man nichts. Coming God. I think we can fight.
Keine Ahnung, wo der andere hin ist, Leute, bin ich ehrlich. Aber Aga nimmt es überraschend nah. No. Der endlose Split-Push. Travels werden wahrscheinlich auch noch ziemlich gut, aber ich werde so viel davor kaufen, glaube ich. Ah, das mache ich jetzt mal nicht. Für das Camp sterben wäre echt schade. Wahrscheinlich sollte ich einen Nullifier holen. Das würde Glimmer kontern. Force-Staff kontern. MKB gegen die Luna wäre aber auch nicht schlecht. Oder wir fokussen einfach immer die Luna in den Kämpfen. Ist leichter gesagt als getan. Aber es ist machbar mit Aga und BKB und so. Einfach knallhart auf die Luna. Und MKB kaufen, anstatt das zum Daedalus zu bauen. Beides kann man auch machen. Linken skippe ich, das werde ich nicht mehr kaufen. Ich glaube, die BKB muss reichen. Aga, BKB, defensiv. Und dann als nächstes kaufen wir was Aggressives. Dann sehen wir, wie die Kämpfe laufen, die Spielsituation bis dahin ist. Ich traue mich mal noch eine Wave zu machen. Kämpfen natürlich, weil die hoch rausgesmoked sind. Einfach irgendwie auf dem nackten Felde. Gegner sind auch nicht komplett. Coming. Da stirbt nur noch der. Ja, vielleicht. Okay. Wir haben Tower verloren, aber wir haben sehr, sehr wertvollen Kill gesichert da unten. Nein, immer wenn ich mich freue, stirbt der Venno. Das ist sein Lieblingsspiel. Auch alles ohne Aga die ganze Zeit gemacht. War bestimmt triggernd. Ist mir dann erst beim Luna-Kampf aufgefallen. Ich will die echt noch, ich will den Weißer echt noch behalten, glaube ich. Das heißt aber, ich muss Daedalus kaufen. Hätte MKB gehen sollen und nicht Daedalus, also nicht den kleinen. Obwohl, dieses kleine Item hätte ich dann nicht bauen können. Okay. Ah, ist so schwer in dem Spiel, die Item, weil es kann alles gut sein, es kann alles das Falsche sein. Immer die Luna zu fokussen könnte halt komplett gewinnbringend sein. Es könnte aber auch sein, dass ich mich super ärgere, dass ich keinen Nullify oder so habe und die Supports nicht wegsnipen kann. Ich gehe einfach Daedalus. Ich glaube, meistens werde ich auf die Brute hauen und da ist es das Richtige. Und für die Luna reicht es dann vielleicht auch noch. Könnte schon reichen. Ich weiß gerade, ob ich Buyback behalten sollte. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das Daedalus ist schon noch ziemlich nice. Sofort zu holen. Oh shit. Hätte ich jetzt gebraucht. Mindbreaker? Nope. Twixter ist es nicht. Rattlecage. Oh, die sind alle schlecht. Wie habe ich das schon wieder hingekriegt? Oh no.
Ausweichen vielleicht. Nee, es ist einfach Quatsch. Ist alles Quatsch. Ninja Gear wahrscheinlich am ehesten. Das kann gut sein. Ist auf manchen Helden natürlich super, aber jetzt nicht unbedingt auf mir. Ich muss Ninja Gear nehmen. Ah, dammit. Was zum Verkaufen? Nee. Kein schlechter Eisblast. Ich werde das TP abbrechen. War mir auch egal. Roche ist zwar ein super wichtiges Late-Game-Objective, aber ich war noch zu geschockt. Kann ich das hier nehmen? Ah, Mann, ey. Oh, Mindbreaker wäre es halt sowas von gewesen. Gab sicher auch noch ein oder zwei andere ganz gute. So, wer hat das Aegis genommen? Die gute Luna. Seht ihr? Das kann ich nämlich eh nicht mehr wirklich fokussen. Perfekt. Holen wir uns die Brute. Die will es eh wissen. Die hat Linkens, aber naja. Und hat einen Kill gemacht. Der Venom ist aber auch... Wie viel hat er jetzt gesammelt? 3,14. Ja, jetzt haben wir keine Wahl. Oh, ich lehne mich mal zurück. Leg die Beine hoch. Weil wir werden jetzt wahrscheinlich ziemlich viel in der Base rumstehen und warten. Die Gegner kommen lassen. Aha. Das müsste doch ein Kill sein. Einer. Besser als nix. Schöner Kill, krass. Ich meine, wir verlieren immer wieder Gebäude. Was? Wir verlieren immer wieder Gebäudeschaden? Macht irgendwie keinen Sinn. Wir nehmen immer wieder Gebäudeschaden, Stück für Stück. Wir haben auch, naja, wir haben nicht so guten Deep-Push, muss man sagen. So mittel, maximal mittel. Eher schlecht. Die Gleipnir ist uns zu helfen, natürlich. Können die denn dispeln? Ja, mit Tornado. Ich nehme trotzdem das. Das ist sehr gut mit dem Item-Bild, würde ich sagen. Buyback behalten? Muss man jetzt eigentlich machen, ne? Travels wären noch ziemlich nice. Aber ich behalte natürlich Buyback, bevor ich die kaufe. Noch 2 Minuten Aegis. Wisst ihr was? Ich ziehe die mir da gar nicht rein, sonst kaufe ich die irgendwann aus Reflex mit den Sicherheitsbranch rein. Vielleicht kriege ich die BKW von der. Also. Schade. Komm. Thor ist gestorben. Immer wenn nämlich was Schönes passiert, kriege ich die schlechten Nachrichten danach rein. Draw wurde gekillt und lacht sie einen ab. Vielleicht war es ein doofer Sunstrike oder so nach einer Auseinandersetzung. Na, ja, ich bin runter. Die armen Supports. Kein Bock, dass der Venom da wegstirbt. Keine Self kaufen, glaube ich. Wir haben eh fortified jetzt. Ah, ich hätte machen sollen früher.
keinen Schaden. Bleibt mir eine Sekunde Cooldown gehabt. Naja, Elephant. Oh Mann, ey. Geiles Spiel, aber es ist hart. Mittlerweile soll... Ja, jetzt werde ich wahrscheinlich Nullifier kaufen. Ich habe irgendwie keinen Slot für Dust, ich weiß auch nicht. Ich kann mich irgendwie nicht um Vision kümmern. Ich weiß, da liegt ein Bracer. Aber wenn ich jetzt noch Nullifier kaufe... Bis dahin könnte ich jetzt mal Dust reinnehmen. Ich fühle, jetzt ist der Bracer irgendwie auch egal mittlerweile. Hat lange sehr viel gebracht, aber jetzt nicht mehr so. Ich brauche ja auch noch Buyback, ne? Das heißt, ich glaube, jetzt ist es ganz gut. Mal kurz Base gehen, machen es jetzt ganz gemütlich. Wir halten uns in den Seilen und dann, ja, stirbt immer mehr. Base ist fast weg. Ist schade, dass wir nie so einen richtigen Ausbruch hinbekommen. Wir schaffen es einfach nicht. Wir können nicht raus. Wir können nur raus, wenn wir einfach mal mehr Leute töten. Und das gelingt immer knapp nicht. Oder irgendwann stirbt dann halt doch. Hex auf dem AA. ...2500 Überschuss. Ich glaube, ich sollte doch eher MKB gehen als Nullifier. Wir haben Silver Edge auf der Draw. Ist wahrscheinlich auch nur für Repositioning und so. Das Agar vom Bane ist fies. Dagegen haben wir auch nicht wirklich was. Indus ist einfach so stark, weil wir Slot-Probleme haben. Your middle barracks are under attack. Your middle has fallen. Oh, da ist der nächste weg. Ich weiß nicht, wir können dagegen mit dem Line-Up halt nichts machen, das ist das Problem. AA wird schon ganz sauer. Wir können halt ein bisschen jagen. Viel mehr ist nicht drin. Ich kann auch keine Wave richtig rauspushen. Die killen mich, wenn ich zu weit gehe. Wie viel kostet die? 4.900. Brauch ich ungefähr 8k. Oh, ich hab Schaden bekommen. Schon seit 3 Jahrhunderten. Let's go, Ordner. Won't get better than this, I guess. Push all lanes. I have travels, I can join you. I will join you mid soon. Ich hol die jetzt. Könnte das Zünglein an der Waage sein. Wenn es halbwegs okay läuft, der Kampf, habe ich dann trotzdem bei mir. Oh Gott, ich hab's versaut. Ich hatte noch keine BKW.
Ah, ich hab noch Buyback, so find's okay. Er kann mit, er kann mit. It's feeding time. It's feeding time. Jetzt try. Ah, Venom ist auch gestorben. Ah, ich will lieber committen, als langsam zu sterben. Ey, das ist so doof mit der BKW. Ja. Voll seltsam einfach alles. Nicht mal die Rex bekommen. Scheiße. Komm, irgendwie so eine Aga nimmst Luna. Hat viel gebracht, ist das. Wie kriege ich einen Kill? Guter Gank von ihnen, der Botlane. Aber ich habe es auch versaut. Ich hätte einfach gehen können, glaube ich, gerade so. Ich weiß nicht, warum ich ganz. Ich dachte nur für so eine Millisekunde, ich mache BKB und drehe um. Ist natürlich auch eh Quatsch gegen Fiends Grip. Immerhin bin ich jetzt extrem stark, wenn ich die Luna mal irgendwann erwische. Auch wenn die ihr Item mit ein bisschen geändert hat. Die hat Aghanim's Blessing, glaube ich. Es wurde noch nicht angezeigt. Und ist sehr schwer zu erwischen. Aber wenn ich sie erwische, ne? Dagger wäre, glaube ich, jetzt noch was, was ich bräuchte. Also Aghanim's Blessing kaufen und dann Dagger. So als Info. Ich werde das nicht mehr bekommen. Hm. Ja, es war nicht genug. Wir hätten zumindest die Rex bekommen sollen. Hätte wahrscheinlich mehr forcen sollen als den Invoker-Kill. Greedy. Mobil. So, sie haben Rush. Schade, der war da nochmal. Ich meine, wir haben eh beide keine Aufdeckmöglichkeiten. Der Venno hat es auch nur im Rucksack. Also. Da drin. Krass. Boah. Ey, der ist mir jetzt wirklich entkommen, ne? Ganz knapp. Das kannst du dir nicht ausdenken. Bitte, bitte. Kann man nicht mehr viel machen. Habe ein bisschen die Hoffnung, dass ich noch rauskomme. Aber die haben dann doch zu viel im Late. Der ganze Kram ist halt jetzt in so einer Situation, wo wir super risky spielen müssen, um es noch gewinnen zu können. Aber weil wir halt, ja, wir brauchen halt so eine Aktion, dass wir mehrere Kills machen und die dann irgendwie mal out, zu viel gekauft haben, kein Buyback mehr haben, irgendwas ganz komisches. Das Ding ist, die haben einfach zu viel Utility. Der hat auch diese Feder gefunden, ziemlich nice. Sie haben ganz viele dieselbe Möglichkeiten. Wir haben 6 Sekunden BKBs. Schade, dass wir den Nightstalker nicht bekommen haben. Das war so ziemlich das Allerdümmste. Also, ne, ich habe den noch mit Gale Force erwischt. Und dann stand er da und wurde von den Creeps noch angegriffen hier an der Ecke. Ich glaube, er ist raustippet gerade so oder irgendwas war da. Ich habe es ja nicht gesehen. Irgendwie hat er sich an der Ecke rausgeglitscht aus dem Spiel. Harte Niederlage, langes Spiel, hartes Spiel. Leider kein Comeback drin gewesen. Ich hatte aber auch ehrlich gesagt keinen Bock mehr. Ich wollte schon lange was essen. Und man kann es auch noch langsamer und noch defensiver spielen, dann kriegt man auch die Tier 5 Items und dann wird es vielleicht nochmal ganz cool. Aber ey, irgendwann ist auch mal gut. Sollen sie diesen Sieg mit nach Hause nehmen? Er war ihnen ja offenbar wirklich extrem, extrem wichtig.
Ich finde es cool, dass der Bane MVP geworden ist. Ich fand, der hat mich ziemlich gut gespielt. Und der war mir auch deutlich sympathischer als die Broodmother zum Beispiel. Ja, ich commende den auch. Ich commende die, glaube ich. Ah, den habe ich schon mal commended. Ach ja, ich glaube, mit denen hatte ich schon mal gespielt. Genau, den Quibbebib, den commende ich nicht. Ja. Ja. Fies niedergesplit-pusht worden. Luna hatte sehr viel Farm. Aber die Luna war gar nicht so das Problem, ne? Wir haben die auch am Ende dann, als ich die MKB hatte, nochmal einfach weggewischt, so nebenbei gefühlt. Das Problem war, fand ich, ich kann es gar nicht so festmachen, am ehesten noch der Invoker und der Bane. Ja. Hätte man auf jeden Fall am Ende disziplinierter spielen können und auch besser. Aber ich bin so hungrig. Ich werde mal grantig, wenn ich Hunger habe. Ich bin ein echt unguter Mensch. Also ich freue mich jetzt auf was zu essen. Es war ein cooles Spiel und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Zusehen, auch wenn es am Ende nichts geworden ist mit dem großen Sieg. Man sieht sich sehr bald wieder. Ich bin zurück. Und mit dem nächsten Gameplay bin ich zurück. Und da gibt es davor wahrscheinlich auch schon Discord-Ankündigungen oder irgendwas und weiteren Content. Cool, falls ihr noch zuseht, weil das heißt, ihr habt während meiner Reisezeit den Kanal nicht verlassen. Und ja, so ein paar Gameplays gab es ja, wenn auch das ein oder andere kürzere. Na, jetzt hier nochmal ein längeres, spannenderes. Bis dahin auf jeden Fall. Und gehabt euch wohl. Haut rein.